Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Blende zu. Wir haben in der letzten Folge die hier beruhigen müssen, da sie komplett durchgedreht sind, die Viecher. Der Gabelbock wird bald erwachsen. Gabelbock, was bist du, Männchen oder Weibchen? Oh, männlich. Das könnte zu Problemen führen mit ihm hier. Du bist noch jung? Oh, ihr wird bald Nachwuchs bekommen. Schon wieder. Vielleicht für die müssen wir noch vielleicht einen besseren Unterstand mal bauen. Weil das sind ja die Viecher, die am meisten ganz schnell gestresst sind. Oh, da ist was abgeraucht. Bildschirm kann abrauchen. Also muss ich auch immer wieder gucken, ob... Der Zoo ist schon ganz schön voll, ne? Ah, wir wollten, weil wir haben hier nur Hengste drin, ne? Ahnung, Steppenzebra. Ja, was denn? Die Futterspender sind leer. Ja, kümmert sich da jemand mal drum? Oder liegt es daran, dass wir halt den Mini-Futterspender reingebaut haben? Nee, wir haben hier auch einen großen. Menge Tierpfleger rufen. Leisten. Oh, wird sich bald paaren. Was? Oh. Wir sollten mal schauen wegen Steppenzebras, damit wir mal ein Weibchen kriegen. Wo sind die Steppenzebras? Steppenzebra. So. Was? Nichts? Was ist das denn? Bin immer noch für Netzgiraffen außerdem. Weil dann erweitern wir das Gehege, machen das Biest hier vorne und tun die Netzgiraffen mit rein. Aber wir wollten uns gleich in der letzten Folge darum kümmern, dass wir hier... Dass wir hier eine Einheit dann hinbauen können. Oh nee, nicht schon wieder Alpha-Statuskampf. Das ist der Junge, der mit dem Alten kämpft. Jo. Das machen wir ganz leicht. Du wirst freigelassen. Bye, bye. Ich wollte gerade sagen, 1000? Nee, 700. Aber ist auch eine Menge. Darf man auch nicht unterstützen. Ich würde hier gerne die... Wie lange brauchen denn die, bis die echt erwachsen werden? Ist hungrig. Hier ist doch Futter, oder? Oh Gott, das ist anstrengend, wisst ihr das? Holy shit, das kann man nicht... Ey, da muss man ja voll aufpassen. Warte mal. Okay. Gehege. Das sind jetzt die Galapagos-Schildkröten, ne? Art. Galapagos-Riesenschildkröten. So. Der kleine Ball erfreut sie. Der Kräuterentwickler, davon haben wir zwei Stück, die können wir entfernen. Also zwei Kräuterentwickler und der Sprinkler, der macht auch nicht mehr wirklich Spaß. Dann tun wir den Sprinkler weg und suchen noch den anderen Kräuterentwickler. Wo ist denn der da? Also ich muss auch jedes Mal immer wieder durchs Gehege durchgehen. Und hoffen, dass ich das... Hundeball haben wir aber schon, ne? Das reicht denen nicht. Hundefutterball... Fruchtebaum, kleiner Ball... Alter, was? Ja, mein Hauptbildschirm ist dunkel geworden. Was war das denn? Ah, das gilt auch nicht, super. Weil wir müssen eigentlich eine Forschung in Galapagos-Schildkröten setzen. Viel Müll fahren. Wo denn? Wir haben voll viel Besucher, fällt mir dann auf, ne?
Niala wird bald. Alter, du hast doch die ganze Zeit, wird es mir angepriesen, dass du bald Nachwuchs hast. Irgendwas stimmt hier nicht. Ach, der Mitarbeiter hat nicht genug Platz. Oh. Das ist doch Mitarbeiterraum, oder? War auch voll. Vielleicht sollten wir mal ein richtiges Mitarbeitergebäude bauen. Ist ja vielleicht keine blöde Idee, ne? Dass wir hier ein Gebäude oder das Gebäude hier erweitern und die Sachen reinsetzen. Also vielleicht mehrere Mitarbeitergebäude und so Zeugs. Schauen wir mal. Nein, oh, Wölfe sind voll im Trend. Trampeltier! Leistenkrokodil. Verzeichnis abgelaufen. Ja, Leistenkrokodil haben wir auch schon. Königstiger. Oh, Weibchen. Soll ich? Ja, muss ich eigentlich, ne? Ist eigentlich ein Muss. Wir haben einen einsamen Königstiger da rumlaufen. Dem seine Herzensdame noch fehlt. Nun. Kriegt er sie. Bringt ihm seine Schatzelein. Wo läuft die Kiste? Wo, Alter. Die Gänge sind vielleicht doch nicht unbedingt die größten. Also ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass so ein Ansturm auf diesen kleinen Zug passiert. Aber wir haben 153.000. Können wir mal Baupläne gucken? Aber da fehlen mir wahrscheinlich noch ein paar Sachen, oder? 4 Toiletten, 2 Innenbereiche. Verschiedene Läden, 4 Toiletten, 2 Innenbereiche für Tiere. Das wäre nicht unser Affenhaus. Großkatzentiergehege, großes Bärengehege. Huh. Pflanzenfressergehege. Alter, what the fuck? Ich will gerade ernsthaft auf jeden Fall sowas bauen hier, ne? Einfach halt auch, weil es interessant wäre zu sehen, wie das ankommt. Ah ne, so konnte man es nicht drehen. Haha. Was ist, wenn wir sagen, wir schließen es da hinten jetzt einfach an? So hier. Kann es sein, dass das Gehege schwebt? Ah ja. What the fuck? Aber ich finde es schade, dass das geht nicht mal, weil das Gelände nicht mitgenommen wird. Da müssen wir das Gelände im Nachhinein anpassen. Das ist ja ganz komisch. Das Bärengehege wäre auch geil, aber das schwebt ja auch wieder, ne? Das ist sogar auf einer Schrägen gebaut, was? Aber wir wollten ja eh noch einen Berg bauen. Ha, stimmt. Wo setzt man denn unser neues Hauptbärengebiet hin? Also Bären wäre auch interessant, deswegen. Wenn wir sagen, wir tun hier einen Berg rumziehen, warte mal. Geländemäßig. Was? Gabelbock steht kurz davor, Inzucht zu machen. Warte, stopp. Die setzen wir mal kurz hier auf... Ist das schlimm? Nicht mit deiner Mama hier. Dann wirst du, warte mal, wie viel haben wir genügend eigentlich dabei? Ich würde mal... Ich weiß es nicht. Wo ist denn das hier? Erwachsene Population, also das reicht, auch wenn ich dich jetzt hier, sagen wir mal, freiwillig verschenken würde. Tschüss! Dann würde ich jetzt sagen, tun wir hier einen Berg erzeugen. Machen wir heute den Bergbau. Und also einen sehr großen Pinsel eigentlich. Das wird jetzt eine sehr teure Angelegenheit, glaube ich.
Vor allem ist der noch nicht mal wirklich hoch. So, das wird jetzt ein riesiges Gelände hier. So. Den werden wir jetzt viel Zeit rein investieren wahrscheinlich. Nicht Nacht werden, dann sehe ich weniger Scheiße. Ich will auch die zweite Seite weiterlaufen lassen, damit ich Geld mache. Wie ist er denn? Ich habe voll das Gefühl gehabt, der wäre riesig. Ich hätte gedacht, den habe ich schon voll extrem hochgezogen. Wie gesagt, ich hätte da oben gerne eine Ausweichplattform auch. So. Alter, Hauptsache der Baum bewegt sich nicht mal mit. Der denkt sich auch so, nö, wieso? Das könnte doch ganz interessant werden. Alter, ihr Riesenschildkröte, ihr seid noch nicht mal ausgewachsen und ihr paart euch schon wie verrückt. Bist du echt trächtig? Was war denn das? Welches war das Weibchen? Weiblich. Sehe ich irgendwo, ob es schwanger ist oder nicht? Nee. Das schaut doch jetzt wenigstens hoffentlich imposanter aus, oder? Ja, das schaut schon noch was aus. So. Ich würde sagen, dass man dann hier rumgeht. Warte mal, das können wir eigentlich auch gleich bauen, ne? Ich kann ja, während ich das sage, auch machen. Aber wir können auch ein bisschen länger diesmal machen. So, zack. Also soll schon noch so ein Weg auch zwischendurch sein. So. Oh, wir erwarten Nachwuchs. Yay. Ich würde dann hier irgendwo so einen 6 Meter Pfad vielleicht bauen. Ach, muss der jetzt nicht unbedingt sein, oder? Könnte ich die Weghöhe einstellen? Das passt eigentlich schon so, ne? Dann hast du hier eine Aussicht. Aber das letzte Stück müssen wir vielleicht nochmal entfernen. Da gehst du dann, da bist du dann tief am Ende. Das ist das Problem. So, bedeutet, wir müssen auch mal hier oben Gelände meißeln. Oh nee, Gelände.
So. Sozusagen die Aussichtsplattform jetzt. Wo ist er denn? Wo ist meine Aussichtsplattform hin? Ja. Wo ist der Weg hin? Da ist er. Und von dort sollst du dann nach da anschließen können. Bedeutet Wege. So. Ist ja dann fast eingehüllt, ne? Bedeutet, wäre auch ein Gehege offiziell. Geil. So, aber jetzt wieder Concentration hier. Denn dann müssen wir hier. Also das muss ich jetzt mal kurz probieren. Wenn ich jetzt hier auf Gelände gehe und sage hier abflachen. Ne, dann wird das. Ah, nice. Das wäre jetzt nicht gerade der Plan, dass ich hier sage abflachen. Oder halt darunter flachen. Komplett außenrum. Und dann hat es hier so eine Kante drin, dann kommen die da nicht hin. Wir brauchen auch keine. Ich hoffe halt, Affen wäre jetzt problematisch, aber ansonsten brauchen wir da keinen wirklichen Schutz außenrum, oder? Abflachen. Okay, da ist es vielleicht problematisch, weil da ist schräg ist. Oh, wird bald Nachwuchs haben, das Leistenkrokodil. Wie schaut so ein kleines Baby aus? Aber Leute, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.